Ein gutes mikroskopisches Bild ist immer scharf und frei von Überstrahlungen. Wenn dies nicht so ist, dann ist das Objekt eventuell nicht optimal präpariert oder das Mikroskop ist nicht gut eingestellt. Mit dem Beleuchtungsverfahren nach Köhler lässt sich das Mikroskop schnell und einfach einstellen. Dies sollte stets vor Arbeitsbeginn geschehen. Hier können Sie sehen, wie mit einer Hefezellsuspension als Objekt das Mikroskop nach der Köhler-Technik eingestellt wird. Der Objektträger wird auf dem Objekttisch mit den zwei vorhandenen Klemmen fixiert. Die Lichtquelle wird eingeschaltet. Anschließend wird die Leuchtfeldblende maximal geöffnet. Nun wird die Kondensorhöhe eingestellt. Die Frontlinse des Kondensors sollte einige Millimeter vom Objektträger entfernt sein. Das Objekt wird fokussiert. Es ist dabei wichtig, die richtige Fokusebene zu finden. Gehen Sie sicher, dass die Hefezellen fokussiert sind und nicht etwa die Schmutzpartikel auf dem Deckgläschen. Für die Köhler-Technik wird als erstes die Leuchtfeldblende wieder geschlossen. Der entstehende Lichtfleck wird eventuell dezentriert und unscharf sein. Bewegen Sie den Kondensor vorsichtig auf und ab, um so die Kanten der Leuchtfeldblende zu fokussieren. Jetzt können wir zwei Bildebenen zur gleichen Zeit sehen. Die Objektebene und die Ebene der Leuchtfeldblende. Diese Ebenen bezeichnet man daher als konjugiert. Wenn der Fleck der Leuchtfeldblende nicht zentriert ist, werden die Einstellschrauben verstellt und der Kondensor damit verschoben. Wenn der Fleck zentriert im Sichtfeld liegt, befindet sich der Kondensor auf der optischen Achse des Mikroskops. Nun wird die Blende so weit geöffnet, dass die Kanten des Lichtflecks gerade so außerhalb des Sichtfeldes liegen. Grundsätzlich ist das Mikroskop jetzt eingestellt. Nunmehr kann der optische Kontrast des Objekts verbessert werden. Die optische Ebene der Kondensorblende ist unsichtbar für uns. Anders als bei der Leuchtfeldblende können wir ihre Ränder nicht sehen. Wir können aber sehen, dass sich der Kontrast verbessert, wenn wir die Blende schließen. Wenn jedoch die Blende zu mehr als 2/3 des maximalen Durchmessers geschlossen wird, entstehen optische Artefakte. Für kleine ungefärbte Objekte wie Mikroorganismen liefert die Kondensorfeldblende keinen ausreichenden Kontrast. Dieses Mikroskop verfügt über einen Phasenkontrast. Diese Optik wandelt geringe Unterschiede von Brechungsindizes in Hell-Dunkel-Kontraste um. Beispielsweise zeigt ein Mikroorganismus mit einem geringfügig höheren Brechungsindex als das umgebende Wasser einen dunklen Kontrast. Einschlüsse mit einem besonders hohen Brechungsindex, wie zum Beispiel Fetttröpfchen, leuchten hell auf. Um den Phasenkontrast zu nutzen, wird zunächst die Aperturblende geöffnet. Der Regler der Blende steht am linken Anschlag, sonst wäre der Lichtweg blockiert. Die Ringblende wird nun in die optische Achse gebracht. Zusätzlich zur Ringblende wird ein besonderes Phasenobjektiv benötigt. Ein solches Objektiv ist markiert mit pH. Da jedes Objektiv seinen eigenen Phasenring benötigt, stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Kombination von Ringblende und Objektiv wählen. In unserem Beispiel verwenden wir den Phasenring für das pH2-Objektiv mit einer 40-fachen Vergrößerung. Nun ist auch die Hefezelle gut erkennbar. Sie erscheint dunkel und ist von einem helleren Halo umgeben.